Dann rufe ich auf den Punkt 65. Antrag der Fraktion der CDU betreffend eine Aktuelle Stunde, Innenministerkonferenz für härtere Bestrafung gewalttätiger Angriffe gegen Einsatzkräfte. Erfolg für Innenminister Peter Beuth, 19:35:04. Das Wort hat der Kollege Alexander Bauer, CDU-Fraktion. Hochverehrter Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Angriffe auf Polizei und andere Einsatzkräfte sind absolut inakzeptabel. Es ist schlimm, dass dies im Berufsalltag der Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten, der Feuerwehrleute und Einsatzkräfte der Hilfs- und Rettungsorganisationen nicht mehr so selbstverständlich in der Gesellschaft verankert zu sein scheint, wie wir uns das wünschen. Wir alle sind daher aufgefordert, ein Umdenken zu bewirken und zu handeln. Hessen ist hier schon im vergangenen Jahr entschlossen vorangegangen mit unserer Bundesratsinitiative für den Schutzparagrafen 112 im Strafgesetzbuch. Wir werben mit einer Schutzschleife, ich darf Sie mal kurz zeigen, für mehr Solidarität, für den Schutz von Rettungskräften. Das Blau steht für die Polizei, das Rot für die Feuerwehr und das Weiß für die anderen Hilfsorganisationen. Meine Damen und Herren, das baden-württembergische Innenministerium will die Polizei künftig vor Spuckattacken schützen, und das Land tendiert zur Anschaffung von Vollmasken, die sie den Betroffenen bei Bedarfsfällen über den Kopf stülpen kann. In Bremen wird auf Spuckhauben gesetzt, und in Niedersachsen hingegen wird auf Schutzmasken aus der Notfall- und Katastrophenmedizin zurückgegriffen. In welcher Welt leben wir denn, dass wir mittlerweile darüber nachdenken müssen, wie wir unsere Polizistinnen und Polizeibeamten ausstatten können, um sie vor solch ekelerregenden Handlungen zu schützen? Das ist sehr, sehr traurig. Und, meine Damen und Herren, das ist nur ein Beispiel. Es gibt bedauerlicherweise noch viel Schlimmeres, was Polizeibeamten ertragen müssen. Das fängt an bei verbalen Beleidigungen und geht voran weiter über das Schubsen, Bespucken, Übertritte, Faustschläge bis hin zum Bewerfen mit Steinen, Flaschen oder Feuerwerkskörpern. Aber auch Angriffe mit Stich-, Hieb- oder Schusswaffen kommen vor. Denken wir etwa an den tödlichen Messerangriff auf einen Polizeibeamten in Herborn am Heiligabend. Im Rahmen von Demonstrationen gibt es auch häufig Verletzte. Und mit Dr. Wilken sitzt ja auch einer der Blockupy-Organisatoren in diesem Hause. Und die Relativierung und Verharmlosung von nackter, roher Gewalt durch Vertreter der Linkspartei sind hier im Hause unvergessen. Das ist das Gegenteil vom Umdenken, das wir in diesem Fall brauchen, meine Damen und Herren. Gewalttätige Angriffe auf Polizisten sind inzwischen trauriger Alltag. In der Bundeshauptstadt wurden 2015 über 2.800 Beschäftigte im Dienst verletzt. Das sind mehr als 7 Polizisten am Tag. Die Gewerkschaft der Polizei zählt bundesweit 62.000 Angriffe auf Beamte. Im Jahr zuvor waren es noch in Anführungszeichen 55.700, also hier eine deutlich steigende Tendenz. Und in Hessen berichtet der Innenminister über 3.000 Fälle, auch von tätlichen Angriffen, wo Polizeibeamte Opfer wurden. Und deshalb ist es gut und richtig, dass der Innenminister erneut seine Vorschläge vorgetragen hat. Und in der vergangenen Woche wurde auf der Innenministerkonferenz ein wichtiger Etappenerfolg erzielt. Die Innenminister haben einhellig 3 Dinge beschlossen, die wir unterstützen und auch begrüßen, nämlich die Ausweitung des Einsatzes der Schutzausstattung der Bodycams, die übrigens auch in Hessen erfunden worden ist, eine Verbesserung der Aus- und Fortbildung und, das ist uns besonders wichtig, eine Prüfung und Erarbeitung strafrechtlicher Änderungen seitens der Bundesregierung wurde eingeleitet und gefordert. Wir Christdemokraten unterstützen voll und ganz das Vorhaben, tätliche Angriffe auf Polizisten, Feuerwehrleute und andere mit mindestens 6 Monaten Haft zu bestrafen. Bisher sieht der § 113 Strafgesetzbuch ja nur Geld- und Haftstrafen von bis zu 3 Jahren für Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte vor. Und jetzt ist der Bundesinnenminister am Zuge, und wir hoffen uns eine zeitnahe Prüfung der Erarbeitung strafrechtlicher Änderungen seitens der Bundesregierung und bitten die SPD, hier auch tatkräftig mitzuhelfen. Meine Damen und Herren, ein tätlicher Angriff auf Polizisten, auf Feuerwehrleute und auf Rettungsdienste ist ein Angriff auf unsere Gesellschaft. Ja, auf unseren Rechtsstaat und auf unsere Werte, die wir nicht akzeptieren dürfen. Wir brauchen deshalb, und das ist unsere feste Überzeugung, eine spürbare Strafe, die abschrecken soll, die auch das nötige Bewusstsein schafft dafür, dass eine Grenze überschritten ist. Und da stehen wir nicht alleine, denn auch Vertreter der Polizeigewerkschaften fordern dies schon seit Langem.
Wir fordern mit der Polizei, mit den Vertretern der Polizei, eine Mindest- und Freiheitsstrafe als wirksames Mittel für Einschränkung und Prävention. Wir sehen genauso wie der Bundesminister de Maizière es fordert, auch die Notwendigkeit von schnelleren Strafverfahren. Auch da haben wir nichts dagegen. Meine Damen und Herren, ich hoffe auf eine breite Einigkeit in diesem Hause, wenn ich zum Abschluss sage, wir müssen die besser schützen, die uns schützen. Besten Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Kollege Alexander Bauer. Das Wort hat der Abg. Wolfgang Greilich, FDP-Fraktion. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Herr Kollege Bauer hat viel Richtiges gesagt eben in seinem Beitrag. Er hat insbesondere geschildert, welchen zunehmenden Angriffen und Attacken Polizeibeamte im Dienst ausgesetzt sind. Das gilt im Übrigen auch für andere Rettungskräfte. Dem können wir nicht tatenlos zusehen. Darüber besteht Einigkeit. Jetzt geht es nur noch um die Frage, wie. Und der Innenminister selbst hat am vergangenen Freitag nach der Innenministerkonferenz daran erinnert, dass wie war das, mehr als ein Jahr nach den schockierenden Gewaltszenen bei der Eröffnung der EZB ist es nun gelungen, Einigkeit unter den Ländern zu erzielen. Das war die Aussage. Sehr viel mehr haben wir dazu bis jetzt nicht gekriegt. Es war die Botschaft. Danach wollten die Innenminister der Länder härter gegen Attacken gegen Einsatzkräfte vorgehen. Auch das soweit okay. Dabei unterstützen wir Sie auch. Die Frage, die Sie stellen, ist nur, wie. Wie? Und da haben Sie versucht, den Eindruck zu vermitteln, gerade auch mit dem Titel Ihrer Aktuellen Stunde, als hätten sich die Länder hinter die Hessische Initiative gestellt. Meine Damen und Herren, das ist mit Verlaub gesagt, um eine der Lieblingsvokabeln unseres Innenministers zu gebrauchen. Das ist schon ein Stück weit dreist, eine solche Behauptung in den Raum zu stellen. Das, meine sehr verehrten Damen und Herren, funktioniert nach dem alten Motto dieser Koalition. Wenn man schon keine Erfolge erzielt, dann tut man wenigstens so, als ob. Der Beschluss der Innenministerkonferenz ist noch nicht veröffentlicht, aber so viel ist schon einmal klar. Jedenfalls beinhaltet er nicht die Unterstützung der Hessischen Bundesratsinitiative, wie hier der Eindruck erweckt werden soll. Es gibt eine Einigkeit dafür, den Schutz von Einsatzkräften gegen Gewaltübergriffe zu verbessern. Dafür kriegen Sie auch hier Einstimmigkeit, Herr Kollege Beuth. Das ist nicht die Frage. Entscheidend ist immer wieder nur die Frage, wie das geschehen soll. Und darüber sind sich die Innenminister eben nach wie vor nicht einig. Der kleinste gemeinsame Nenner, den man gefunden hat auf der Innenministerkonferenz, war, wir schieben die Verantwortung ab nach Berlin. Der Bundesjustizminister, die Bundesregierung sei jetzt am Zug, sagt der hessische Innenminister, einen Gesetzentwurf vorzulegen, um den Schutz der Einsatzkräfte messbar zu verbessern. Also, wir erinnern uns daran, der Innenminister hat den hessischen Vorstoß damit begründet, dass es die Ausschreitungen bei der Eröffnung der Europäischen Zentralbank im März 2015 gegeben hat. Die sind uns in der Tat in Erinnerung. Aber, meine sehr verehrten Damen und Herren, diese Exzesse hätten Sie mit der Hessischen Bundesratsinitiative garantiert nicht verhindert. Das ist wohl eindeutig. Geholfen, Herr Kollege Bauer, hätte etwas anderes. Sie hätten vielmehr die bewährte hessische Polizeistrategie nicht aufgeben dürfen. Jahrzehntelang. Vor allem unter Ihrem Vorgänger, Herr Minister, da sitzt der jetzige Ministerpräsident, galt in Hessen das klare Signal der Polizei an Rechtsbrecher, die Straße gehört uns. Und das, meine sehr verehrten Damen und Herren, ist seit zweieinhalb Jahren vorbei. Sie haben es aufgegeben auf Druck Ihres neuen Koalitionspartners. Und ich sage das sehr deutlich, weil ich fest davon überzeugt bin, dass es auch so ist, dass es bei der Polizei z. B. ganz genauso gesehen wird, wenn Sie mit Polizeibeamten, die im Einsatz waren, reden. Das war ein falsches Signal. Das war das falsche Signal, die gegenüber der Eskalation der sogenannten Blockupy-Proteste in Frankfurt, die mit Verlaub gesagt nichts anderes als organisierte Gewaltorgien waren. Die waren ein Stück weit die Folge auch von dieser Aufgabe der bewährten hessischen Strategie. Die Erkenntnis ist relativ einfach, und da werden Sie mir zustimmen, wenn Sie
genauer nachdenken. Toleranz kann es nicht geben gegenüber Intoleranz. Deeskalationsstrategien, lieber Kollege Boddenberg, Deeskalationsstrategien gegenüber zu gewaltentschlossenen Krawallmachern und Krawalltätern funktionieren nicht. Das, was Sie dort gemacht haben, ist das Gegenteil von einer Politik zum Schutz unserer Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten. Und da helfen auch keine Ablenkungsmanöver, wie sie heute versucht werden. Polizisten schützen Sie eben nicht mit Worten, sondern nur mit entschlossenem Handeln. Deswegen meine Aufforderung an Sie, kehren Sie zurück zur bewährten Politik. Schützen Sie unseren Rechtsstaat, und zwar gegen alle Angreifer, auch auf der Straße, und das nicht nur mit Worten, sondern vor allem auch mit Taten. Vielen Dank, Kollege Greilich. – Das Wort hat der Abg. Jürgen Frömmrich, BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN. Vielen Dank, Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich glaube, wir sind uns alle einig, dass wir nicht akzeptieren können, dass diejenigen, die bei uns Recht und Gesetz verteidigen, die andere Menschen retten, die anderen Menschen in Notsituationen helfen, dass diese Menschen bei Demonstrationen oder bei Großlagen, die wir ja des Öfteren beobachten können, angegriffen wird. Das können wir alle gemeinsam, glaube ich, nicht akzeptieren. Liebe Kolleginnen und Kollegen, oft setzen diese Rettungskräfte oder die Polizisten ihre eigene Gesundheit oder das eigene Leben ein. Angriffe gegen Polizei, gegen Feuerwehr, gegen Rettungskräfte dürfen wir nicht tolerieren. Ich glaube, dass wir uns alle einig sind, dass wir jeden Angriff auf Einsatzkräfte verurteilen und dass der Staat mit allen rechtsstaatlichen Mitteln gegen diese Gewalttäter vorgehen muss. Ich glaube, da sollten wir uns einig sein. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir haben alle noch die Bilder im Kopf: brennende Autos, angegriffene Polizeiwachen, Behinderung von Rettungskräften. Das war einmalig, dass aktive Sanitäter angegriffen worden sind, dass Feuerwehrleuten der Weg versperrt wurde. Das sind Bilder, liebe Kolleginnen und Kollegen, die wollen wir nicht sehen. Es muss klar sein, dass der Rechtsstaat derartige Gewalt nicht toleriert und dass die Straftäter vor Gericht gestellt werden müssen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, neben der Debatte über die gesetzlichen Änderungen brauchen wir meiner Auffassung nach auch eine breite gesellschaftliche Debatte über dieses Thema. Wir müssen darüber nachdenken. Wir müssen, glaube ich, alle darüber nachdenken, warum die Hemmschwellen derartig sinken, warum der Respekt vor Einsatzkräften schwindet und warum vermehrt Gewalt zum Ziel politischer Auseinandersetzungen wird. Ich glaube, da müssen wir gemeinsam darüber nachdenken. Und es geht nicht, dass diejenigen, die unsere Grundwerte schützen, Demonstrations- und Meinungsfreiheit ermöglichen, die Sicherheit schützen, Schutz und Hilfe gewährleisten, dass diese Menschen derartigen Angriffen ausgesetzt werden. Wir brauchen einen gesellschaftlichen Konsens darüber, dass derartige Angriffe nicht akzeptabel sind. Liebe Kolleginnen und Kollegen, Kollege Bauer hat es schon gesagt, Beleidigungen, Verunglimpfungen, Bespucken gehören fast zum Alltagsleben vieler Einsatzkräfte. Es ist ein schlimmer Befund, wie ich meine. Wir können das nicht tolerieren. Wir sind aufgefordert, uns vor unsere Einsatzkräfte zu stellen und geeignete Maßnahmen zu ergreifen, um dieser Respektlosigkeit und dieser Gewalt zu begegnen. Wir haben uns mit der CDU gemeinsam in unserer Koalitionsvereinbarung darauf verständigt, die Kennzeichnungspflicht der Polizeibeamten auf der einen Seite, aber auch eine Bundesratsinitiative zur Änderung des Strafgesetzbuches auf der anderen Seite zu ergreifen, um gerade auch den Schutz der Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten, aber auch der sonstigen Einsatzkräfte vor gewalttätigen Übergriffen zu verbessern. Die Landesregierung hat das gemacht.
Jetzt hat die Innenministerkonferenz in der vergangenen Woche darüber beraten und den Bundesjustizminister gebeten, auf Grundlage der Anträge aus dem Saarland und aus Hessen, lieber Kollege Greilich, einen Entwurf zu erarbeiten. Ich zitiere aus dem Beschluss, und im Übrigen ist es ein einstimmiger Beschluss. Ich will das hier nur noch einmal hinterlegen. Ja? Innenministerkonferenz, Entscheidungen sind einstimmige Beschlüsse, also auch von Brandenburg und Thüringen. Das will ich hier nur einmal in der Klammer sagen. Also, im Beschluss heißt es, bei der Prüfung und Erarbeitung des strafrechtlich-gesetzgeberischen Handlungsbedarfs durch das Bundesjustizministerium sind sowohl die hessischen als auch saarländischen Gesetzinitiativen zu berücksichtigen. Dabei soll der Schutz vor tätlichen Angriffen von Angriffen den Personenkreis in Bezug auf dessen Dienst und nicht mehr nur auf die Vollstreckungshandlung betreffen. Zitat zu Ende. Das ist der Auftrag, den der Bundesjustizminister jetzt hat. Der Ball liegt beim Bundesjustizminister. Ich glaube, dass wir demnächst einen Vorschlag vorgelegt bekommen. Und ich glaube auch, dass wir dann einen Vorschlag bekommen, der gerade auch die minderschweren Fälle im Blick hat. Das haben wir hier im Landtag diskutiert, meine Damen und Herren. Liebe Kolleginnen und Kollegen, die hessische Polizei war gut ausgestattet, und wir haben diese Ausstattung in den vergangenen Jahren verbessert, noch weiter verbessert. Wir haben den passiven Bereich weiter verbessert. Der Körperschutz wurde ausgebaut. Es gibt Überlegungen im Bereich Stichschutz, also gegen Angriffe. Kollege Frömmrich, Ihre Redezeit ist abgelaufen. Bin sofort zum Ende. Gegen Angriffe von Messern. Da müssen wir uns aber auch darüber im Klaren sein, dass ein Polizist sich auch noch bewegen muss. Also alles geht da nicht. Der Polizist muss ja auch noch arbeiten können. Wir haben im Bereich der Bodycam-Maßnahmen ergriffen, die auch präventiv wirken, also auch zum Schutz der Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten wirken. Ich glaube, dass wir in dem Bereich eine ganze Menge Maßnahmen ergriffen haben. Aber ich glaube, das wichtige Signal muss sein, Kollege, dass wir alle gemeinsam, ich komme sofort zum Schluss, Frau Präsidentin, dass wir alle gemeinsam solche Angriffe auf Einsatzkräfte nicht tolerieren. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Als nächstes hat das Wort Kollegin Faeser, SPD-Fraktion. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, lieber Kollege Frömmrich, 2009 war die Debatte hier noch etwas anders gelagert. Da gab es eine Initiative der SPD zu diesem Komplex, der auch unter anderem eine Strafverschärfung vorsah. Da gab es einen gemeinsamen Antrag dann. Also CDU und FDP haben dem SPD-Antrag zugestimmt. Und die GRÜNEN haben damals gesagt, ich darf den 18.11 aus 90 zitieren, dass eine Erhöhung des Strafrahmens keine taugliche Maßnahme sei. Also da hat sich offensichtlich die Meinung der GRÜNEN geändert. Aber das ist ja nicht das Schlechteste, wenn man Meinungen auch weiterentwickelt, Herr Kollege Frömmrich. Meine Damen und Herren, ich glaube, wir sind uns einig, und das ist auch von den Vorrednern schon gesagt worden, dass wir Einsatzkräfte, Polizei, Justiz einen unglaublich wertvollen Beitrag für die Gesellschaft im täglichen Arbeiten leisten und dass es nicht hinzunehmen ist, dass gegen diejenigen Gewalt ausgeübt wird. Und da sind wir in der Tat als Gesellschaft und Politik gefragt, dem entgegenzuwirken. Das scheint dieses Haus offensichtlich nicht mehr zu teilen. Das finde ich auch interessant. Kollege Bauer war so freundlich. Und wir müssen uns, glaube ich, in dieser Debatte noch einmal vergegenwärtigen, dass wir gerade in Hessen diesen Gewaltexzess in der Tat bei den Ausschreitungen um Blockupy in einer sehr üblen Art und Weise hier zu verzeichnen hatten und auch an Weihnachten in einer sehr üblen Auswirkungen auf einen Polizeibeamten haben, der mit dem Leben bezahlen musste, weil mit einem Messer auf ihn eingestochen wird. Das sind die Höhepunkte leider solcher Gewaltexzesse. Aber, Kolleginnen und Kollegen, wir müssen nicht nur diesen Spitzen der Gewaltexzesse entgegentreten. Ich glaube, es kommt ganz wesentlich darauf an, hier heute auch ein gemeinsames Signal dagegen zu setzen, dass gerade im Alltag der Arbeit der Rettungskräfte und Polizei diejenigen geschützt werden, die unsere Sicherheitsarchitektur hier tagtäglich für uns verteidigen.
Das ist ein ganz wesentlicher Bereich, der ist mir ein bisschen zu kurz gekommen heute in der Debatte, weil sehr viel wieder auf Blockupy sich die Rednerinnen und Redner konzentriert haben. Wir brauchen aber gerade im Alltag ein Schutzverhalten, ein anderes Verhalten, was hier an den Tag gelegt werden muss. Weil allein bei der Polizei haben wir in Hessen über 3.000 Straftaten im Alltag zu verzeichnen. Und das sind umgerechnet ca. täglich 9 tägliche Übergriffe auf Polizeibeamten. Kolleginnen und Kollegen, das dürfen wir so nicht hinnehmen. Und ja, jetzt kann man über eine Maßnahme, nämlich der Strafverschärfung, nachdenken. Allerdings, und das gehört auch zur heutigen Debatte dazu, und ich hoffe, der Innenminister sagt etwas dazu, es ist ja 2011 bereits strafverschärfend der Strafrahmen angehoben worden. Die Innenministerkonferenz, das hat heute leider noch keine Rolle gespielt, hat diese Strafverschärfung evaluiert und ist zum Ergebnis gekommen, dass es leider nichts gebracht hat, sondern dass wir nach wie vor eine Erhöhung der Straftaten gegen Polizeibeamte, gegen Soldaten, gegen Einsatzkräfte bei Rettungskräften haben, sodass wir doch hier heute auch darüber reden müssen, was müssen wir ansonsten dagegen tun. Es reicht nicht aus, allein über die Strafverschärfung zu reden. Und bei der Strafverschärfung, ich will es Ihnen noch einmal zurufen, Herr Kollege Bauer, wir sind uns durchaus einig, dass es ein Mittel sein kann. Aber bei den Straftaten, die beispielsweise bei Blockupy oder auch bei den Polizeibeamten von Weihnachten, da reden wir nicht über Sonderstrafrecht, sondern da reden wir über das normale Strafrecht, was selbstverständlich in der Frage der gefährlichen Körperverletzung oder des versuchten Mordes oder des Mordes, wie im Falle von Herborn, ja schon zur Verfügung haben. Da hat heute noch keiner darüber geredet. Eine Strafverschärfung könnte ja auch beispielsweise bedeuten, dass man sich von allen Schutzparagraphen abwendet und eine Strafverschärfung bei Amtsträgern oder Rettungskräften im normalen Körperverletzungsbereich oder bei Totschlag vornimmt. Auch darüber könnte man sprechen. Das hat aber der Innenminister nicht initiiert, und das ist auch nicht die Initiative, die übernommen wurde. Es ist in der Tat leider nicht so, Herr Kollege Frömmrich, dass die hessische Initiative einfach übernommen wurde. Sie haben es ja hier zitiert, den Beschluss, sondern es soll Berücksichtigung finden. Wir werden dann abwarten müssen, was dabei rauskommt. Aber heute so zu tun in der Aktuellen Stunde, als sei Hessen hier erfolgreich, das ist, glaube ich, grundlegend gescheitert, meine Damen und Herren. Wir brauchen viel mehr umfangreiche Maßnahmen. Wir brauchen eine Kultur des Respektes und der Wertschätzung. Und da müssen Sie allerdings noch ein bisschen nachholen, weil das hat man in der heute Morgen Debatte stattfindend gesehen, dass die Wertschätzung gegenüber den Beamten in diesem Lande gerade nicht die oberste Priorität dieser Landesregierung ist, meine Damen und Herren. Kollegin Faeser, Sie müssen bitte zum Schluss kommen. Frau Präsidentin, ich komme zum Schluss. Wir brauchen umfangreiche Maßnahmen. Dazu gehören auch Maßnahmen der Gewaltprävention in Kindergärten und Schulen. Dazu gehören Schutzmaßnahmen, die ergriffen werden müssen für Rettungskräfte und Polizei. Da haben wir viel an gemeinsamer Arbeit zu erledigen. Wir stehen vor allen Dingen für eine andere Kultur des Respekts und der Wertschätzung gegenüber denjenigen, die unsere Sicherheit gewährleisten, meine Damen und Herren. Vielen Dank. Als Nächster spricht Kollege Wilken, Fraktion DIE LINKE. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Die hessische CDU fordert und hat die Innenministerkonferenz zumindest davon überzeugt, dass aus dem Bund jetzt etwas kommen soll. Die hessische CDU fordert, so hat Herr Bauer es heute wieder vorgetragen, eine Mindeststrafe von 6 Monaten bei Angriffen auf Polizisten und Rettungskräfte einzuführen. Insbesondere Sie, Herr Beuth, argumentieren, die Täter müssten die Konsequenzen ihres Tuns deutlich spüren. Deshalb müsse in jedem Fall eine Mindeststrafe von 6 Monaten verhängt und damit jeder Umweg zu einer Geldstrafe über die Strafzumessungsvorschriften versperrt werden. Nach geltendem Recht, meine Damen und Herren, kann schon jetzt eine einfache Körperverletzung oder auch deren Versuch nach 223 Strafgesetzbuch mit einer Freiheitsstrafe von bis zu 5 Jahren bestraft werden. Hier ist keine Mindeststrafe vorgesehen. Es können auch Geldstrafen verhängt werden.
Aber, meine Damen und Herren, und da hat heute noch niemand darauf hingewiesen, es geht gar nicht um Körperverletzungen oder deren Versuche bei dem zu schaffenden 112 Strafgesetzbuch. Vielmehr geht es darum, einen Tatbestand und dessen Strafrahmen so zu normieren, dass nunmehr in geringfügigeren Fällen ausnahmslos eine mindestens 6 Monate Freiheitsstrafe verhängt werden muss. Die Möglichkeit der Gerichte, einen Strafrahmen zwischen Geldstrafe und einer gewissen Dauer im Gefängnis entsprechend dem Einzelfall auszuschöpfen und auf eine schuldangemessene Strafe zu erkennen, soll gerade für Bagatellfälle aufgehoben werden. Die Gerichte sollen gezwungen werden, in Bagatellfällen ohne Rücksicht auf die Umstände des Einzelfalls Freiheitsstrafen zu verhängen und damit durch drakonische Strafen Stärke und Härte zu zeigen. Offenbar sind bei Ihnen hier die Gerichte der eigentliche Störfaktor, der mit dem Gesetz überwunden werden soll. Meine Damen und Herren, Sie wissen genauso gut wie ich, dass Sanktionen nicht außer Verhältnis zur Bedeutung der Sache stehen dürfen, so die ständige Rechtsprechung von BGH und Bundesverfassungsgericht. Wenn eine Rangelei bei einer Demonstration oder ein Eierwurf eine halbjährige Gefängnisstrafe nach sich zieht und niedrigschwellere Sanktionsmöglichkeiten entfallen, dann kann von Verhältnismäßigkeit keine Rede mehr sein. Und, meine Damen und Herren, Schutz bei ihrer rechtmäßigen Aufgabenerfüllung gewährt Polizeibeamten und anderen Einsatzkräften auch schon das jetzt geltende Recht. Es ist vollkommen fraglich, ob die Straferhöhung, meine Vorrednerin hat darauf hingewiesen, ob eine Straferhöhung gerade bei Bagatelldelikten diesen Schutz wirklich erhöht. Das Verständnis der Polizei als Freund und Helfer wird in Richtung eines im wahrsten Sinne des Wortes unberührbaren Staatssymbols, dem der Bürger untertan zu sein hat, verschoben. Das ist nicht gut, auch nicht für die Polizei. Geht man diesen Weg weiter, kann es zu einer Kluft zwischen Bürgern und Polizei kommen, wie wir es aus manchen anderen Ländern in krasser Form kennen. Wenn wirklich wegen einer Polizistenberührung oder einer eher harmlosen Rangelei Menschen im Gefängnis sitzen, kann das Hass und eine sinnlose Eskalation vorantreiben. Alle meine Vorredner mussten selbstverständlich darauf hinweisen, dass der unmittelbare Auslöser der hessisch-schwarz-grünen Initiative die gewalttätigen Auseinandersetzungen zeitlich vor der Blockupy-Protestdemonstration waren. Und ja, meine Damen und Herren, Sie können sich darauf einrichten, die sozialen Spannungen werden durch die Politik der letzten Jahrzehnte verschärft. Sie werden zunehmend auch Deutschland erreichen. Aber ich warne Sie davor, die sich daraus ergebenden Probleme durch drakonische Strafverschärfung, verschärfte Repression und den Abbau demokratischer Rechte beantworten zu wollen. Meine Damen und Herren, es fördert auch keine Kultur des Respekts innerhalb der Bevölkerung, was Sie hier vorhaben. Auch der angestrebte Abschreckungseffekt läuft ins Leere. Herr Beuth weist selber in seiner Erklärung darauf hin, dass, ich zitiere ihn, 90% der Übergriffe auf Polizeibeamte im normalen Einzeldienst stattfinden, vor allem in den Abendstunden und wenn Alkohol im Spiel ist. Oftmals spielen da die zu bedauernde Respektlosigkeit und auch Imponiergehabe eine wichtige Rolle, so der Innenminister. Die Erwartung, dass gerade solchen Fällen Menschen vor der Tat einen Blick in ein Gesetzbuch werfen, sich über eine Strafhöhe informieren, daraufhin ihr Verhalten kritisch reflektieren und von der Ausführung von einer Gewalthandlung absehen, ist nun wirklich abenteuerlich, aber überhaupt nicht lebensnah. Kollege Wilken, Sie müssen bitte zum Schluss kommen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Das Wort hat Innenminister Beuth. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich bin den Kolleginnen und Kollegen der Fraktionen von SPD, von BÜNDNIS 90 die GRÜNEN, von der FDP und von der CDU außerordentlich dankbar,
dass Sie sich mit Ihren Wortbeiträgen, so sehr wir uns auch in Einzelheiten bei diesen Fragen auch durchaus unterscheiden, aber dass wir uns zumindest einmal klar von dem abgrenzen, was Herr Kollege Wilken gerade hier von sich gegeben hat. Er hat gerade davon gesprochen. Er hat gerade davon gesprochen, meine Damen und Herren, dass Polizei als Freund und Helfer, dass die Polizei nicht unberührbares Staatssymbol sein dürfe. In der Konsequenz, meine Damen und Herren, die ich und ich glaube, Sie auch für unerträglich halten, würde die Polizei zum Freiwild von jedem Irren in diesem Lande. Und ich finde, das dürfen wir nicht zulassen, schlicht und ergreifend. Aber lassen Sie mich ein paar Bemerkungen zur Innenministerkonferenz und zu der Frage Schutz von Polizeibeamten, von Einsatzkräften, von Soldaten, aber auch von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Verwaltung in unserem Lande machen. Ich finde, es ist gut, dass die Innenminister zu dem Ergebnis gekommen sind. Ich gebe zu und räume ein, dass dafür ein bisschen Beratung über ein ganzes Jahr hin notwendig war. Aber wir haben es am Ende geschafft und freue mich, wie gesagt, dass wir Geschlossenheit haben, dass wir uns, und das war sozusagen ein Punkt, der mir besonders wichtig war, den ich auch den Kolleginnen und Kollegen gesagt habe, wir müssen als Innenminister, wir haben die Verantwortung für unsere Polizeibeamten. Wir sind diejenigen, die die Verantwortung in den Ländern für die Feuerwehrleute haben. Wir haben die Verantwortung für den Rettungsdienst. Deswegen sind wir auch berufen, diejenigen zu sein, die am Ende für den Schutz von Polizeibeamten, für die Einsatzkräfte eben auch sozusagen die Verantwortung dann auch tragen, auch in solchen Beschlüssen. Das ist gelungen. Wir haben die Innenminister hier an dieser Stelle geeint. Und insofern ist es, wie ich schon finde, ein schöner Erfolg, nicht für mich, sondern am Ende ein Erfolg für die Polizei, für die Einsatzkräfte, für diejenigen, die diesen Angriffen ausgesetzt sind. Das ist doch das, was wir erreichen wollen. Wir haben unmissverständlich zum Ausdruck gebracht, wer unsere Einsatzkräfte in unserem Lande angreift, der greift unseren Rechtsstaat an, und das werden wir nicht akzeptieren. Punkt. Und jetzt erlauben Sie mir, ein paar Einzelheiten auch noch einmal zu dem Weg zu sagen. Wir haben den Bundesjustizminister gebeten, das ist derjenige, der für Strafrecht in unserem Lande zuständig ist. Wir haben ihn als Innenminister gebeten, dass er auf der Basis der Bundesratsinitiativen aus Hessen und Saarland, die sich an ein paar Stellen unterscheiden, dass er auf dieser Basis einen Schutz für die Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten, für die Einsatzkräfte, für Soldaten, für Mitarbeiter der Verwaltungen in das Strafgesetz einbaut, indem wir dort eine Abkopplung erreichen von der Vollstreckungshandlung. Entschuldigung, dass ich das sozusagen hier, wir sind in der politischen Debatte, aber das ist schon wichtig. Wir haben bisher in unserem Strafgesetzbuch eine Verbindung mit eben der Vollstreckungshandlung. Wenn der Polizeibeamte hingeht und die Identität feststellt und wie auch immer, dann hat er einen besseren Schutz, als wenn er sozusagen nur unterwegs ist. Ich finde, wir müssen davon abkommen, dass wir die Autorität des Staates sozusagen qualifiziert bestrafen, wenn die angegriffen wird. Das ist eben die Kopplung mit der Vollstreckungshandlung. Wir müssen den Polizeibeamten selbst im Dienst, aber wenn er außerhalb des Dienstes wegen seines Dienstes entsprechend angegriffen wird. Dafür müssen wir ihn schützen. Und das erreichen wir mit dem, was wir jetzt gemeinsam geeint haben auf der Innenministerkonferenz. Und ich finde, das ist ein wesentlicher und schöner Erfolg, den wir dort gemeinsam erreicht haben. Meine Damen und Herren, es ist wahr, wir haben im Jahre 2011, aber eben auf der alten Basis, Kopplung mit der Vollstreckungshandlung, einen Strafrahmen erhöht. Die Innenminister haben in der Tat das evaluiert und haben festgestellt, es hat nichts gebracht. Und deswegen haben die Innenminister gesagt, okay, dann müssen wir halt eben anders noch daran gehen. Und so ist halt eben auch die Mindeststraße ausdrücklich sozusagen weiterhin im Gespräch. Wie die am Ende im Strafgesetzbuch dann aufschlägt, das werden wir dann sehen. Aber ich halte das für wichtig, weil wir natürlich auch mit der Mindeststrafe zum Ausdruck bringen, dass es eben einen besonderen Unwert ausmacht, wenn man eben Einsatzkräfte im Einsatz, wenn man einen Feuerwehrmann, der gerade dabei ist, jemanden zu retten, wenn man eine Einsatzkraft des Rettungsdienstes daran hindert, jemandem zu helfen, dass das eben einen besonderen Unwert hat und dass das auch besonders hart bestraft werden muss. Und das haben wir ebenfalls geeint in der Innenministerkonferenz. In der
der vergangenen Woche. Und, meine Damen und Herren, einen letzten Punkt, den ich kurz ansprechen möchte. Es ist in der Tat so, dass wir uns nicht nur darüber unterhalten, was bei großen Auseinandersetzungen wie z.B. bei der EZB passiert, sondern das, was uns in besonderer Weise beschäftigt und beschäftigen muss, sind die Angriffe auf unsere Polizeibeamte, die zu 90% im normalen Einzeldienst stattfinden, die irgendwann in den Abend- oder Nachtstunden stattfinden, wo den Polizeibeamten in einer unmäßigen Form begegnet wird, wo sie angegriffen werden. Und dafür sozusagen den Schutz zu verbessern, das halte ich für wesentlich. Wir sind ein Stückchen weitergekommen, noch nicht am Ziel, aber dass wir weitergekommen sind, das ist gut. Vielen Dank. Vielen Dank. Damit ist die Aktuelle Stunde 35.04 aus 19, Tagesordnungspunkt 65, abgehalten. Ich komme noch zu einer weiteren Ergänzung der Tagesordnung. Noch eingegangen und an Ihren Plätzen verteilt ist ein Dringlicher Entschließungsantrag der Fraktion der FDP betreffend Landesregierung in grundlegenden energiepolitischen Themen uneinig, Drucksache 3520 aus 19. Wird die Dringlichkeit bejaht? Da sehe ich keinen Widerspruch. Dann wird dieser Dringliche Entschließungsantrag Tagesordnungspunkt 78 und wenn es dort auch keinen Widerspruch gibt, zusammen mit Tagesordnungspunkt 36 zu diesem Thema aufgerufen. Außerdem eingegangen und an Ihren Plätzen verteilt ist ein Dringlicher Antrag der Fraktion DIE LINKE und der Abg. Öztürk betreffend erweiterungssicherer Herkunftsstaaten im Bundesrat nicht zustimmen, Drucksache 3521 aus 19. Auch hier wird die Dringlichkeit bejaht. Dann wird dieser Dringliche Antrag Tagesordnungspunkt 79 und kann, und das ist der Fall, nach Tagesordnungspunkt 66 der Aktuellen Stunde zu diesem Thema aufgerufen und ohne Aussprache abgestimmt werden.